Das ist Steve. Mann, was für ein cooler Typ. Naja, früher. In seiner Jugend. Okay, okay, aber so war es. Wirklich. Die Wahrheit ist, Steve ist so cool, dass sich im Winter die Eichhörnchen an ihm wärmen. Das muss sich dringend ändern. Denn führende Wissenschaftler sind sich sicher. Mangelnde Coolness wirkt wie ein schleichendes Gift. Es führt zu einem grausamen sozialen Tod. Oh mein Gott, Steve ist doch noch viel zu jung zum Sterben. Und was ist mit dir? Bist du noch cool oder schon peinlich? Mach jetzt den Test und finde heraus, wie es um deinen Coolness-Faktor steht. Und wie du ihn easy auf Könnerniveau anhebst.